Willkommen bei Windows Power D und einem neuen Tutorial. Heute wollen wir euch die Neuerungen des April Updates mit der Versionsnummer 2004 vorstellen, was es alles Neues gibt und was sich hier geändert hat. Nach dem Intro geht es wie immer gleich los. Also, wie schon erwähnt, wird das April Update demnächst auf euch zukommen mit der Versionsnummer 2004. Wieso 2004? Das Ganze setzt sich zusammen aus dem Jahr, also 20, und der Monat April 04, und das Ganze ergibt dann eben 2004. Das Ganze wird demnächst für euch zum Download verfügbar sein, und was die Neuerungen sind, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Die erste Neuerung betrifft natürlich Cortana. Habt ihr Cortana nie verwendet, dann geht es so wie mir. Wenn wir hier nämlich auf Start klicken und hier Cortana eintippen, dann sehen wir als erste Neuerung, dass Cortana jetzt nicht mehr verfügbar ist für Deutschland oder generell in Deutsch, ist Cortana nicht mehr verfügbar. Das heißt, ihr könnt diesen Sprachassistenten auch nicht mehr verwenden. Und wenn wir uns das jetzt genauer ansehen und hier nochmal auf Start tippen und Apps eingeben und dann diesen Punkt hier Standard-Apps eingeben, so Apps und Features als nächstes, dann sehen wir hier, dass wir auch Cortana nicht mehr deinstallieren können. Auch nicht verschieben, auch nicht deinstallieren, das Ganze ist grau hinterlegt. Das heißt, mit einem Wort, Cortana gehört der Geschichte an. Die nächste Neuerung, wie ihr schon gelesen habt, betrifft den Task Manager. Wir rufen uns diesen mal auf mit STRG ALT und Entfernen. Und wenn wir jetzt auf Leistung klicken, dann seht ihr hier diesen Punkt Datenträger ist jetzt dazugekommen. Das heißt, ich sehe jetzt, ob ich eine HDD oder eine SSD habe. Das ist jetzt auch neu. Ich habe jetzt natürlich nur noch SSD. Und was jetzt zusätzlich neu ist, ist, dass ich die Temperatur meiner Grafikkarte jetzt sehe. Leider sehe ich die Temperatur der CPU nicht, sondern nur die Temperatur der Grafikkarte. Auch das ist hier neu dazugekommen. Wir wollen nochmal in diesem Video nicht auf jeden Punkt genau eingehen, weil sonst würde das Video hier 40 Minuten und länger dauern. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen euch die wichtigsten Funktionen hier zeigen, was sich hier ändert und was auf euch zukommen wird in der Version 2004 von Microsoft seinen Update. Die nächste Änderung ist Windows Hello. Windows Hello ist nichts anderes als eine neue Anmeldeoption, die dazugekommen ist, mit der ihr euren PC nicht nur mit der Gesichtserkennung, sondern auch noch mit der Stimme oder auch noch mit den Fingerabdrücken sperren könnt. Natürlich braucht ihr auch die dementsprechende Hardware dazu. Was dieses unterstützt, ist zum Beispiel das neue Surface Pro. Und wenn wir hier auf Start klicken und in den Einstellungen gehen, und hier Anmeldeoptionen schreiben, dann seht ihr diesen neuen Menüpunkt, der dazugekommen ist, Windows Hello PIN, wie gesagt, im Moment nicht verfügbar, da ich die Hardware nicht dafür habe. Aber ist jetzt möglich, wie gesagt, wie Fingerabdruck, Gesichtserkennung und auch noch mit der Stimme. Das ist jetzt auch neu dazugekommen. Was auch noch neu dazugekommen ist, das sind die optionalen Funktionen. Dafür müssen wir hier nur Windows und I-Taste drücken. Dann sind wir in den Einstellungen und hier tippen wir optionale Features. Dann haben wir das hier, optionale Features verwalten. Da klicken wir drauf. Und was jetzt neu dazugekommen ist, wie ihr seht, ist zum Beispiel das hier, die optionale Features hier deinstallieren könnt. Wenn ihr sagt, ihr braucht den Editor nicht, einfach draufklicken, deinstallieren. Oder seid ihr der Meinung, ihr arbeitet nicht mit Paint, auch das könnt ihr deinstallieren. Genauso wie den Windows Media Player könnt ihr jetzt mit einem Klick deinstallieren und natürlich
auch den Internet Explorer 11. Aber ihr könnt hier auch Features hinzufügen, indem ihr hier auf das Plus klickt und hier diese hinzufügen könnt. Da gibt es jetzt jede Menge, die ihr hinzufügen könnt. Wie gesagt, eine tolle Funktion für alle, die zum Beispiel jetzt den Editor nicht verwendet haben oder den Internet Explorer. Damit könnt ihr das Ganze mit nur einem Klick deinstallieren. Zusätzlich neu sind die Tipps und Benachrichtigungen, die hier in Center dazugekommen ist. Das möchten wir euch auch zeigen. Sprich, nachdem ihr eine App installiert habt, kommt diese Vorschläge oder ich zeige euch das mal. Wir sind hier in den Einstellungen und gehen hier zu den Benachrichtigungen. Und wenn wir hier in den Benachrichtigungen sind, dann seht ihr diesen Punkt, der neu dazugekommen ist. Windows Willkommenseite nach Updates und gelegentlich bei der Anmeldung anzeigen, um Neuigkeiten und Vorschläge zu lesen. Und was noch neu ist, ist die Möglichkeit zum Abschließen der Einrichtung meiner Geräte für die optionale Nutzung von Windows vorschlagen. Diese Häkchen machen wir natürlich hier weg und damit entgehen wir dieser lästigen Werbung und diesen Tipps. Das ist jetzt auch neu dazugekommen in der Version 2004. Und wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich der Windows-Wiederherstellung. Wir gehen wieder in den Einstellungen mit der Windows-Taste und I und tippen hier Wiederherstellung ein. Also Wiederherstellungsoptionen. Dann diesen PC zurücksetzen. Auf Los geht's. Und eigene Dateien beibehalten. Entfernt Apps-Einstellung behält persönliche Dateien jedoch. Wenn ihr da klickt, natürlich ist alles weg. Also wir klicken das an. Und was jetzt neu ist, ist dieser Punkt hier, Cloud Download. Das heißt, ich kann hier Windows von einer Cloud herunterladen, neu installieren. Hier würde es natürlich von einem Datenträger benötigen, wie CD, USB-Stick oder was auch immer. Ganz neu ist jetzt eben, wie gesagt, Cloud Download. Das ist jetzt auch neu in der Version 2004. Am Ende verraten wir euch, falls ihr es nicht mehr warten könnt, wie ihr das Ganze auch manuell herunterladen könnt, dieses Update. Wie ihr schon gelesen habt, ein neuer Punkt sind die Mausoptionen. Das heißt, wenn wir hier Mauseinstellungen gehen, dann habt ihr hier die Cursorgeschwindigkeit, die neu dazugekommen ist. Natürlich hat es die gegeben, aber umständlicher, sprich, wenn ich hier auf weitere Mausoptionen gegangen bin und dann auf Zeiger, ja, Zeigeroptionen, dann haben wir hier die Geschwindigkeit gehabt. Also war viel umständlicher. Das Ganze haben wir jetzt hier direkt in den Einstellungen. Auch das ist jetzt neu dazugekommen in der neuen Version. Und der nächste Punkt ist Netzwerk und Internet. Das heißt wieder in den Einstellungen und hier haben wir Netzwerk und Internet. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann werdet ihr sehen, dass der Punkt hier Datennutzung verschwunden ist und stattdessen hier diese zwei Kacheln dazugekommen sind wie Eigenschaften und Datennutzung. Das heißt, wenn ihr hier auf Eigenschaften klickt, dann seht ihr hier nach wie vor die IP-Einstellungen und das Netzwerkprofil. Und also wir gehen nochmal zurück. Und wenn wir hier wieder auf Datennutzung gehen, dann sehen wir, was wir hier wieder verbraucht haben am Datenlimit. Also es hat sich hier zwar nichts geändert, was jetzt rein technisch wäre, sondern dieser Punkt, was hier links war, ist jetzt eigentlich hier auf der rechten Seite. Das ist neu jetzt natürlich bei Internet und Netzwerk. Und noch was ist neu dazugekommen, nämlich die erleichterte Bedienung. Wieder in den Einstellungen und dann auf erleichterte Bedienung. Und hier ist neu dazugekommen Mauszeiger und Textcursor. Das heißt, hier könnt ihr wirklich euren Textcursor so ändern, wie ihr es braucht. Ihr klickt hier auf die Farbe und dann seht ihr, kann ich das hier wirklich so anwenden und schreibe hier diesen Text mit dieser Farbe. Das kann ich jetzt alles ändern. So, ich klicke das auf ein und wenn ihr seht, ich tippe hier etwas, seht ihr das? Dann habe ich diese Textfarbe für erleichterte Bedienung. Sprich für Menschen, die zum Beispiel farbenblind sind oder das schlecht sehen,
Das ist jetzt neu dazugekommen, das kann ich auch wieder deaktivieren. Das ist, wie gesagt, neu dazugekommen. War früher die Bildschirmlupe noch rund, ein Lesezeichen, eine Lupe, ist das Ganze jetzt verschwunden. Das zeigen wir euch. Wenn wir hier nämlich auf Bildschirmlupe klicken, so, jetzt ist das Ganze riesengroß. Jetzt muss ich das Ganze mir mal suchen, wo das überhaupt ist. Hier haben wir die Lupe. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt die Lupe finde, sondern das Ganze muss ich mir jetzt selbst suchen. So, das heißt, jetzt ist das Ganze hier rechteckig und nicht mehr rund. Und das kann ich mir jetzt alles ändern. Und was hier auch neu dazugekommen ist, ist bei den Einstellungen, wenn wir gehen und bei der Personalisierung, so, Hintergrund, und wenn wir die Farbe jetzt ändern von hell auf dunkel, dann ist auch die Lupe dunkel. Auch das ist jetzt neu dazugekommen, wie gesagt, das gab es ja vorher nicht. Ich hatte nur eine runde Lupe und das war es auch schon, wie gesagt, mehr gibt es nicht. Und auch die Geschwindigkeit können wir jetzt hier ändern, auch wie gesagt, ganz, ganz neu in der Version 2004. Auch neu unter Windows könnt ihr Linux-Befehle hier ausführen. Dazu PowerShell als Administrator starten. Hier haben wir PowerShell als Administrator starten. Und dann müsst ihr nur noch folgenden Befehl einführen. So, Enable Windows Optional Features und mit Enter bestätigen. Und dann müsst ihr den PC nur noch neu starten und dann könnt ihr hier Befehle einfügen, wie zum Beispiel sudo get apt oder andere Features. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auch Linux-Befehle ausführen, auch neu in der Version von April. Auch eine Neuerung, die ziemlich praktisch ist, ist Sounds. Das heißt, ich kann hier mit Rechtsklick draufklicken und wenn ich auf Sound klicke, dann komme ich direkt in dieses Menü, welches ich vorher umständlich durch die Einstellungen, Systemsteuerung, Sound gekommen bin. Das habe ich jetzt mit nur einem Klick hier, indem ich einfach nur rechts klicke und auf Sounds klicke. Das ist wirklich eine nützliche Funktion in der neuen Version. Auch dazu gekommen ist die Multimonitor-Einstellungen. Das heißt, da könnt ihr getrennt einstellen, wenn ihr mehrere Monitor habt, 60 Hertz oder 144 Hertz. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, dadurch, dass ich nur einen Monitor habe. Aber auch das ist jetzt neu im Menüpunkt dazugekommen. Kommen wir zu einem Fazit. Es sind viele Neuerungen, die uns helfen, hier die Arbeit schneller zu machen, aber etwas wirklich Weltbewegendes, wo wir sagen, boah, das ist echt cool, ist leider Gottes nicht dabei. Aber wie gesagt, es sind viele Punkte, die ihr hier alle testen könnt. Und jetzt zeigen wir euch noch letztendlich, wo ihr das Ganze downloaden könnt. Falls ihr das nicht erwarten könnt, das Update, könnt ihr das manuell auch machen. Wir sind hier auf der Microsoft-Seite. Dazu müsst ihr euch jetzt anmelden. Hier oben auf Sign. Und jetzt meldet ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse an. Dann müsst ihr euer Passwort eingeben und auf Sign In. Jetzt habe ich sogar mein eigenes Passwort falsch. So, Sign In. Und dann müsst ihr hier runter scrollen und die Edition auswählen. Das heißt, ihr braucht natürlich die Insider-Version. Ich habe hier die Slow genommen, das ist diese hier. Ich brauche keine Enterprise, gar nichts, sondern ich habe diese hier genommen und das ist die Version 19.041. Die müsst ihr auswählen, dann auf Confirm, dann die Sprache, Confirm, die Version noch auswählen und dann wird das Ganze heruntergeladen. Wenn das Ganze heruntergeladen ist, müsst ihr diese Datei nur noch doppelt klicken und dann die Setup-Exe doppelt klicken. Dann beginnt schon die Installation. Hat euch dieses Video gefallen, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen
euer Windows Power.de Team.